Sehr verehrte türkische Regierung, weil die Schweizer keine neuen Minarette mehr wollen, ist die Schweiz für sie ein Land der Schande. Reiche Türken sollen ihr Vermögen aus der Schweiz abziehen. Und ganz Europa unterstellen sie eine faschistische Haltung. Aber wie tolerant sind Sie eigentlich, Herr Ministerpräsident Erdogan, gegenüber Andersgläubigen? Wie geht es den Christen in der Türkei? Dürfen Katholiken und Protestanten neue Kirchen, geschweige denn neue Kirchtürme errichten? Nein, denn Katholiken und Protestanten sind in der Türkei als Religionsgemeinschaften gar nicht anerkannt. Das sind nur die griechisch-orthodoxen und die armenisch-apostolischen. Katholiken und Protestanten haben in ihrem Land keine Rechte. Sie dürfen keine Immobilien kaufen, noch nicht einmal erben. Sie dürfen keine Neubauten errichten, sie dürfen kein Personal ersetzen und sie dürfen keine Gerichtsverfahren anstrengen. Die türkischen Behörden schlossen das letzte Priesterseminar vor fast 40 Jahren. Und weil neue Priester fehlen, sterben christliche Gemeinden aus, gerade in den ländlichen Gegenden der Türkei. Die kleine christliche Minderheit wird verunglimpft. Militante Nationalisten beschimpfen Papst und Patriarch als doppelköpfige Schlange. Christliche Würdenträger, beklagt Bischof Padovese, hätten mit bürokratischen Schikanen zu kämpfen und würden sogar verfolgt. Auf den Bischof wurde ein Anschlag versucht. Seitdem verlässt er sein Haus nur noch in Begleitung. Christen, Herr Erdogan, werden in ihrem Land bedroht und sogar getötet. Wie im April 2007 in Malatya. Bei einem Anschlag auf einen Bibelverlag wurden drei Christen zunächst stundenlang gefoltert und dann ermordet, darunter ein Deutscher. Die Täter, so die Polizei, hätten den Feinden des Islams eine Lehre erteilen wollen. Der Prozess gegen die Attentäter läuft noch. Verehrter Herr Ministerpräsident Erdogan, wie würden Sie wohl reagieren, wenn derartige Verbrechen an Muslimen in Deutschland verübt würden? Auch Kanzlerin Merkel forderte Sie auf, mehr gegen die Intoleranz gegenüber Christen zu tun. Stattdessen, Herr Erdogan, kamen Sie nach Deutschland und erklärten vor tausenden Deutsch-Türken in Köln, Assimilation, also Anpassung, sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie, Herr Ministerpräsident, halten Sie es mit der Menschlichkeit, mit den Menschenrechten der Christen in der Türkei?